Hallo meine Freunde, schön, dass ihr da seid. Nehmt Platz, wir müssen reden. Es ist jetzt 5,5 Jahre her, dass ich angefangen habe, hier auf YouTube Anrufe hochzuladen. Es ging los mit ein paar Telefonstreichen und dann kamen auch schon die Hardcore-Betrüger von 4D-Marketing mit ihren Kreditkarten. Dann ging es weiter mit den ganzen Stromfiguren, mit den Lottobetrügern, mit denen sie haben ihr Mitspiel nicht gekündigt, bla bla bla. Ja, und jetzt sind wir hier. Mein erstes Video war damals ein bisschen Nostalgie kommt hoch. Die Kiste von Adolf beim Waffenladen, wo Rakesh und Dimitri versuchen, kistenweise alte Wehrmachtswaffen an irgend so einen Waffenladen zu verkaufen. Bis auf die Maschinenpistolen, die Granaten, die Rakesh da dran rumgebastelt hat, wollte der Typ tatsächlich auch alles haben. Ja, was ist seitdem passiert? Seitdem haben wir uns angelegt eigentlich mit der ganzen Welt. Die Bitcoin-Betrüger auf Zypern, die Strombetrüger aus der Türkei, die Mastercard-Betrüger aus Bosnien, die ganzen unseriösen Datenhändler von England bis zu den Galapagos-Inseln, bis hin zu den ganzen dubiosen und unseriösen Callcentern, die es auch in Deutschland gibt. Viele, viele tausend Stunden Spaß, viele tausend Anrufe von diesen Figuren, wichtige Zeit gestohlen, dass andere Menschen da nicht Geld, Existenz und im schlimmsten Fall Leben dadurch verlieren, dass sie auf so eine Geschichte am Telefon reinfallen. Und ja, da sind wir jetzt heute. Ich habe jetzt lange mit mir gekämpft. Ich habe hier sehr viel Zeit investiert, mich mit allen möglichen Figuren angelegt. Ich habe sehr viel gelernt in diesen 5,5 Jahren. Sehr gute Menschen kennengelernt. Manche zähle ich heute zu den engsten Freunden. Ich bin jetzt sehr sicher, was die ganzen Internetgeschichten angeht, was Bildbearbeitung, was Videobearbeitung, den ganzen Vertragskram mit YouTube und hier und da angeht. Ja, neuerdings kam YouTube auch mal wieder auf die Idee, ich würde angeblich wäre mein Kanal voll geklauter Inhalte, haben sie mir die Partnerschaft wieder mal gekündigt. Das war dann zum Glück binnen weniger Tage erledigt, aber in der Zeit habe ich mir dann halt auch wieder die Frage gestellt, weil ganz viele von euch immer in die Kommentare schreiben, per E-Mail oder auf Discord oder wie auch immer. Sag, warum wächst der Kanal nicht so, wie er es sollte? Ja, was soll ich sagen? Ich krieche nicht mit Anlauf anderen großen Kanälen in den Arsch, damit die Werbung für mich machen. Ist nicht mein Ding. Ich wollte mir das hier selber großziehen. Ich denke mal, nach 5,5 Jahren 16.500 Abonnenten ist für so ein Nischenprojekt, dass es nun mal leider ist. Echt, es ist ganz passabel geworden. Ich bin sehr stolz auf die Community. Da sind wirklich sehr, sehr tolle Menschen dabei. Immer sehr aktiv. Ich kenne viele schon, wenn ich die Kommentare durchgucke, sage ich, ach, du schon wieder mit einem Lächeln auf den Lippen. Und ja, ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht, warum das Ganze nicht so läuft. Ich bin auch nicht so damit zufrieden. Und darum ist jetzt eben die Entscheidung gewesen, das letzte Video zu machen. Also, das letzte Video zu machen im Sinne von, ich habe jedes gottverdammte einzelne Video auf diesem Kanal und den gesamten Auftritt des Kanals überarbeitet, weil ich genauso viel Bock habe wie am ersten Tag, diesen ganzen dreckigen Betrügern ein noch viel schmerzhafterer, giftiger und brutaler Stachel in ihrem ekelhaften Fleisch zu sein. Ich will diesen Mistfiguren mit euch zusammen noch so oft das Wasser im Arsch zum Kochen bringen, noch so oft dafür sorgen, dass die schreien, ausrasten, beleidigen, durchdrehen, ihr Telefon aus der Wand reißen und mich umbringen, anzeigen, verklagen oder was auch immer möchten. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, warum es so sein könnte, dass das hier nicht so wächst, wie wir alle das gerne hätten. Und ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, von alleine kommt's nicht. Und habe einfach mal ein bisschen gebastelt. Ich lasse euch mal kurz verschnaufen. Ziege bleibt, alles cool. Sorry für den Clickbait, ich bin ein Troll, ihr kennt mich nicht anders. Wer hier zuguckt, muss damit rechnen. Das war das erste Video und das hier wird nicht das letzte sein. Ich habe den gesamten Kanal vom Auftritt her überarbeitet, mir endlich mal die Zeit genommen, jedes einzelne Video in eine Playliste zu packen. Das heißt, ihr könnt jetzt gucken, ich möchte mir sämtliche Uploads anschauen. Ich stehe besonders auf die Kurzanrufe, die werden von euch sehr, sehr gerne gehört. Das finde ich richtig klasse. Dadurch bin ich ja auch auf das Thema gekommen durch Kai-Uwe Meier. In dem Stil habe ich ja inzwischen auch einiges an Anrufen. Es gibt eine Playlist mit den ganz beliebten. Und dann generell alles, was dubios heißt, hier nochmal sortiert mit den Zeitungsbetrügern. Und das geht bis dahin, dass ich jetzt eine eigene Playlist für Fanwerke gebastelt habe. Es gab ja damals die
eine Fangeschichte, die Tabasco-Fanatikerin geschrieben hat, die verantwortlich ist für die ganzen tollen Rahmen hier und die Ziegenfiguren und das Banner. Das habe ich damals vertont. Dadurch kamen wir in Austausch miteinander und sie hat einen sehr großen Teil dazu beigetragen, dass das jetzt so professionell aussieht, wie es ist. Da ist noch von Dragon Never A ein Rap-Song dabei, den er mal zum Thema Telefonbetrug gemacht hat. Wenn da in Zukunft irgendwie noch ein paar schöne Sachen auftauchen, werde ich die da definitiv mit einfließen lassen. Ja, dann habe ich mir die Zeit genommen, tatsächlich vom ersten bis zum letzten Video überall diese genialen Rahmen, die Tabasco gebastelt hat, hier einmal drüber zu legen, Callcenter-Abwehr, hier Datenfallen erkennen. Weiter unten sind noch die Telefonstreiche, die ich auch mal zusammengeschnitten habe. Dann habe ich bei den, ich habe mich immer das neueste Dinner for Dogs Video, die können es ja nicht lassen, rausgesucht. Einmal noch die Textdarstellung einmal komplett überarbeitet. Wenn zwischendurch jemand Lust hat, bei einem Anruf, den ihr besonders gerne hört, mal geile Timestamps rauszusuchen, Leute, bei 400 Videos, ne, das kriege ich wahrscheinlich zu Lebzeiten nicht mehr hin. Wenn da jemand eine geile Idee hat, gerne einfach in die Kommentare hauen oder mir eine E-Mail schreiben. Dann bin ich inzwischen ja auch so kalt, professionell, wie auch immer man es nennen will, hat mir einen Partner zugelegt, hier die PC-Profis. Ein ganz cooler Vorführeffekt funktioniert jetzt natürlich nicht. Doch, funktioniert. Alles akzeptiert. Cooler Mann, der hilft mir mit meinem ganzen Internet- und Computerkram, bastelt Custom-Gaming-Rechner, sorgt für Datenrettung, wenn man wirklich mal irgendeinen Scheiß-Virus auf dem Rechner hat oder sonst irgendwas. Mit dem habe ich einen geilen Deal gemacht. Wer sich da einen Rechner hat, wer Software oder was auch immer hat, kriegt 5% Rabatt. Ich habe auch ein kleines bisschen was davon. Win-Win-Situation für alle. Und eben dem Ganzen hier nochmal ein bisschen Aufschub zu geben. Ja, was gibt's noch zu sagen? Weil YouTube natürlich auch gerne mit den Kanälen Kohle verdienen möchte, schicken die mir seit Monaten und Monaten und Monaten immer wieder: Hey, willst du nicht mal Kanalmitgliedschaften anbieten? Und hier und da. Seit neuestem gibt es ja auch diese Super Thanks oder wie auch immer das heißt, wo man quasi wie damals in den Livestreams so einen Super Chat schicken konnte, kann man das jetzt auch in den Kommentaren, in den Videos machen. Und ich habe mir gedacht: Komm, bietest du das Ding mit an? Es haben viele Leute danach gefragt. Es hilft mir und dem Kanal weiter und macht das Ding für YouTube sicher auch nochmal ein bisschen interessanter, um es eben außerhalb der Callcenter-Bubble vielleicht auch mal im Bereich Comedy, Satire, Unterhaltung, Impro-Theater, was auch immer zu zeigen, wo wir vielleicht auch noch interessierte und gebildete Menschen finden können, die uns gemeinsam helfen, diesen Figuren weiterhin richtig auf die Nerven zu gehen und eben die selber auch einfach Spaß daran haben, weil es soll ja beides sein, Aufklärung und Spaß und noch ein bisschen mehr Spaß. Von daher werde ich ab nächsten Monat Kanalmitgliedschaften einfach mal mit anbieten, in der Hoffnung, dass es den Kanal weiter voranbringt. Da gibt es dann auch von Tabasco-Fanatikerin, ich werde jetzt noch nicht spoilern, hammergeile Emojis, die eben speziell dafür gedacht sind, dass ihr in den Kommentaren dann einen heulenden Callcenter-Typen, einen schreienden Maulwurf, einen grinsenden Rakesh oder einen besoffenen Roland reinsetzen könnt. Und das Klasse ist, je mehr Leute sich dann entscheiden könnten, so eine Mitgliedschaft zu machen, desto mehr Smileys kann man freischalten. Haben sie fies gemacht, die Leute. Aber was soll's. So, ich hoffe, ihr habt euch jetzt von dem ersten Schreck ein bisschen erholt. Klickt gerne mal ein bisschen in die Playlists und Videos rum. Es ist jetzt alles schön sortiert und schön übersichtlich. Und ich mache mich jetzt an die Arbeit und mache die nächsten Uploads fertig. Ich verspreche euch, es wird nicht langweilig. Ich habe jetzt gerade noch Material für mindestens noch fünf dubiose Callcenter-Anrufe, Zusammenstellungen, Dutzende Videos, die noch darauf warten, verarbeitet zu werden. Ich bin dabei, aus den alten Livestreams, die ich wegen Copyright-Problemen runternehmen musste, die guten Anrufe rauszuholen, die man eben wirklich noch sehenswert nennen kann, und die werde ich separat nochmal hochladen. Die ganzen alten Livestreams gibt es auf Patreon, Link bitte in der Textbeschreibung hier unter dem Video. Und ansonsten, wer das jetzt noch hört, klasse, dass du immer noch da bist, gerne nochmal ein bisschen Werbung machen für die ganze Nummer hier und dann sehen wir uns bei den vielen, vielen nächsten Anrufen. Ich bedanke mich, dass ihr hier seid.